Schenk ihm ein Foto. So, hoch damit. Es geht hier weiter, Freunde. Wir sind immer noch bei der Tribüne. Wir bauen immer noch die Tribüne aus. Hm. Aber wir haben hier den besten Kranfahrer, den es gibt. Seines Zeichens auch Don. Ja. Der Hammer wird ja noch kommen. Wenn, so, ein bisschen nach rechts. Rechts. Sie sind zu eilig. Hallo, hoch. Erst ein Stück hoch. Hoch. So, weiter. So, da können sie langsam runter. Ja. Und zwar. Perfekt. Wenn wir. Das Spiel kommt jetzt gleich, wenn wir die Dachkonstruktion holen müssen. Oh ja. Die ja, wird ja, wahrscheinlich oh, richtig schwer werden. Oh ja. Weil wir wahrscheinlich wohl den großen haben müssen, weil das aber wahrscheinlich ein Teil ist. Gehe ich von aus. Na, das glaube ich nicht. So lange Teile können wir hier nicht transportieren. Das werden wohl mehrere Elemente werden. Ich guck mal. Ja, du kannst sehen. Ich glaube, dass das eben halt eine Tribüne eins, Dachelement. Aber es kann doch nicht sein, dass das so lang ist. Das wird so lang sein, dass es genau auf den Auflieger passt. Auf den Schwerlastauflieger. Da bin ich fest von überzeugt. Ich habe ja schon gedacht, wir schaffen das mit dem kleinen Kran hier nicht, die Tribünelemente anzuheben. Ja. Aber Gott sei Dank ist der Kran so gut, dass ja, wir es schaffen. Ja, der ist wirklich klasse. Ja. Oh, wir sind fast durch. Wir haben schon drei halbe Tribüne steht schon. Absolut. Flutlichtmasten stehen schon. Also haben praktisch Wahnsinn. Unsere Firma hat praktisch ein bisschen links das rüber. Ganze Stadion. Moment. Links rüber erstmal links. Das ganze Stadion. Links. Wenn du links hast, ne, dann musst von Ihnen aus links. Nee, von mir so. Aus ist es rechts, weil ich gegenüber sitze. Jetzt langsam runter, ein bisschen noch nach rechts. Nach rechts. So, jetzt langsam runter. Ja. Also ist schon heftig. Was das Spiel. Stimmt. Und jetzt nochmal, ich kann mich da nur wiederholen. Warum da kein neuer Teil von rauskommt, kann ich nicht nachvollziehen. Ja, ich habe das gerade auch im, auf der Fahrt besprochen. Das ist Wahnsinn. Da kann ich ja wirklich nur an Weltenbummler oder Astra. Ja, absolut. Appellieren. Leute, setzt euch zusammen und machtet einfach. Weil ich denke mal, es gibt ja auch neue Techniken und was weiß ich nicht alles, die man damit einbauen kann. Zum Beispiel bei Stürmen kann man zum Beispiel jetzt die Wurzeln, das habe ich früher auch nie gesehen, Wurzeln aus dem Erdreich entfernen. Ja, aber dafür ist ja keine Baufirma zuständig. Ja, ich sag nur mal, aber sowas kann man halt auch bitte mal benutzen. Ne? So ein bisschen links nach rüber, links mehr, so noch ein Stückchen. So, ja, Batschleiser. So, die letzten Teile kommen jetzt. Mhm. Und dann haben wir das erste geschafft. Die halbe Tribüne steht. Ja. Und dann müssen Wahnsinn. Wir mit dem Fahrzeug hier ja zur Stahlfirma. Ja. Ah, der Vorarbeiter ist hier auch schon mächtig am Staunen. Wie wir das hier alles schaffen in einer Zwei-Mann-Firma sozusagen. Absolut. Das wird spannend. Oder anderthalb oder nein, nein, kann man nicht sagen. Die Chefin zählt als ein Mann. So oft wie Herr Hoxton mich schon Kerlchen ja. genannt hat, ja. Kerlchen. Unglaublich. Unglaublich, dieser Nummer 1 Mitarbeiter. Aber wie er mit dem Kran umgehen kann, da ist er erste Sahne. So, dann lassen wir sie mal kommen. Ein bisschen links rüber. Ein Stückchen nach links. So, stopp. Und runter. Ja, noch ein bisschen weiter durch. Ja, runter, 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 runter.
Bisschen nach rechts. Ein Ticken. Nach rechts, anderes rechts. So, noch ein rechts. Ja, so. Ja. Perfekt, Herr Hobson. Perfekt. Letzte Teil. Sie haben das so. Jawohl. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Puh. Darf ich das aufsetzen? Natürlich. Wir dürfen das letzte Teil aufsetzen. Oh, komm's ran. Mann, da bauen sie sich aber ein Stadion hier hin, du. Da wird ja selbst eine Hoxen. Schwindelig wird mir da. Was eine Riesentribüne, ey. Das wird ja für die Jungs richtig komisch werden, wenn die für so eine Riesentribüne hier. Wahnsinn. Ja, kommen Sie mal ran. Ja, von Ihnen aus gesehen, jetzt rechts rüber, rechts, 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 langsam. Nee, andere Seite. So? Links rüber, ja. Höher, ein Stück höher. Ja, weiter, weiter, weiter. Ja, ja, kommen Sie mal weiter. Links. Was weiter? Weiter, weiter, links, weiter, links. Ja, 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 ja. Jetzt ein bisschen runter, runter, runter. Runter, runter, noch weiter links. 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 Gut. Läuft. Perfekt. Baustelle freimachen. Läuft. Meisteranwärter. Freischaltung, neuer Baubereich, Apartment. Ein Tribünen-Dachelement vom Stahlwerk holen. Ich fahr mit. Oder ich gehe schon mal zur Firma und hol den Schwertransporter, ja? Aber guck mal, so viel kann das gar nicht sein hier. Dann sind das mehrere Dachelemente. Egal, Sie fahren. Sind Sie sich sicher, dass wir das nicht geliefert bekommen? Wir müssen doch zum Stahl, wir müssen doch zur Stahlfirma. Ja, aber dass wir das da nicht auf den Aufliegern kriegen. Das meine ich. Nein, das passt schon. Alles gut. Die fahren dahin und ich gehe schon mal zur Tiefladerzugmaschine. Jawohl. Leute. So, ab zu Stahlfirma. Ein Foto machen hier. Crenchen. Fahren dann mal die Dachkonstruktion holen. Sind wir schon durch. So, ist angekuppelt. Mit dem Stadion. Ich bin gespannt. Oder wir müssen wieder. Das ist jetzt die Frage, ne? Mit dem Leihauflieger. Ja, oder wieder. Ja, eben, das meine ich ja gerade. Weil dann hätten wir auch gar keinen Kran gebraucht. Warte mal. Ich fahr mal dahin. Ja, ja. Lass mal den Kran noch mal. Bleib doch da stehen. Ich fahr mal zur Stahlfirma. Ich meinte ja den Leihauflieger. Den ja, ja, ich fahr mal dahin. Wenn da natürlich so Dinger stehen, dann müssen wir. Müssen ja jetzt noch stehen, ne? Ja. Oder was steht da im Auftrag? Besorge das oder was steht da? Nee, nee. Transportieren. Ich guck mir das mal an. Ich bin gleich da. Ich sag's dir gleich. Ja. Also hier steht ein Leihauflieger, steht hier. Den stelle ich jetzt mal in den Bereich rein. Also hier, das Dachelement liegt hier. Ah, müssen wir also doch. Hier ist auch ein Auflieger. Den kannst du direkt hier draufstellen, okay. Wahrscheinlich, die Klamotte. Ich weiß es nicht. Also wir brauchen definitiv was? Den Kran. Wir brauchen ja, den wir Kran. Brauchen den Kran auf jeden Fall. Und ich weiß jetzt nicht, ob dieses Dachelement, ob das jetzt hier auf den Leihauflieger passt. Ach so, oder ob genau. Sie wieder den Schwert ins. Aber ich denke mal, das wird hier drauf passen, glaube ich. Guck mal. Ja, aber ob sie es festgemacht kriegen. Ja, denk mal schon. Also reinpasst auf jeden Fall. Naja, komm mal da ran und dann gucken wir mal.
Heide, nein. Was eine Arbeit. Da haben wir uns aber erstmal eine Woche frei verdient, Jörgs. Kannst du mal glauben. Ich fahre hier gerade die ganzen Schilder. Also ich habe hier einen Leihauflieger dran. Wir probieren das erstmal aus, ob das geht. Was ist jetzt los hier? Was ist jetzt los? Was haben Sie denn jetzt? Doch, werden Sie gleich sehen. Ich bringe Ihnen was mit, ein Geschenk. Ich habe deine Bestellung bereits. Ja, ja, die steht ja hier. Okay. Nee, ich danke. Ah, nee, ich kann noch nichts mitbringen. Das Schild wird jetzt wieder gelöst. Ich hatte ein Schild vorne am Kran dran. Ja. Voll lustig. Mal gucken, ob das geht mit dem Leihauflieger. Ja. Ich bin mir nicht 1000%ig sicher, weil von der Breite her, normal müsste es drauf passen. Ja, ich bin ja on the way. Eigentlich müsste es passen. Ich bin on the way, Ochsen. Yes. So, Verschleihanhänger. Kaufen kann man hier nichts mehr. You could turn. No. You could put your legs in the air. And shut your. Close your eyes. And sleep a little bit. I'm on the way. You know what I mean? Do you understand me, Mr. Hobson? Yes. Okay, that's very fine. How are you, Mr. Roxton? How are you? This was a question. How are you, Mr. Roxton? I'm coming. Yes. Schauen Sie mal, ob das geht. Okay. Ich weiß es nicht. Dies in Englisch. Einfach mal gucken, ob das funktioniert hier. Oh, ja. Das sind die Dinger? Müsste auch hier drauf gehen, ne? Ich weiß nicht, wie ich die hochnehmen muss. Ja, warten Sie mal. Aus. Wenn nicht, hole ich einen anderen Auflieger. Das ist kein Problem. Spannend, bleiben Sie dran. Gut. Also, machen Sie mal auf, bitte. Mal aufmachen. Der ist doch ja, auf. Den Auflieger. Nö, bei mir nicht. Habt ihr den auf? Bei mir ist der nicht auf. Bei mir ist der auf. Ladung lösen. Bei mir ist er schon die ganze Zeit auf. Alles egal. Ja. Mal gucken, ob das geht. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Wenn er drauf passt, ist gut. Kannst du nehmen? Nehmen, klar, warum nicht? Guck mal, ob du hier reinkriegst. Ich hoffe nicht, dass ich nochmal losfahren muss und den anderen Auflieger holen muss. Das wäre natürlich richtig für den Arsch. Eigentlich müsste es gehen. Müssten eigentlich reinpassen. Und wenn sie reinpasst, ist die Frau, ob ich die Plane zukriege. Oder? Müsste passen, könnte passen, könnte Luft haben. Ja, ja, wäre ganz gut. Ganz locker passt da drauf. Und du musst jedes einzelne verteilen, wie das aussieht. Ja, komm mal weiter. Weiter nach vorne, aber ich glaube, das wird nicht gehen. Komm mal runter. Lass mal runter. Runter. Und ein Stück nach vorne noch. Zur Stirnwand. Ja, warte mal. Lass mal runter, runter, runter. Oh, locker passt das da drauf. Lass mal ab. Jo, alles klar, ist fest. Klasse. Klasse, Herr Ochsen, haben sie es gemacht. So, ich fahr schon mal los, ne? Sie geben mir eh keine Ruhe. Aber wir wollen das ja fertig haben, ne?
Das stimmt wohl. Dann haben wir fast ein ganzes Stadion dahin gebaut. Unfassbar. Ja, ehrlich, wenn ich so überlege, die erste Folge. Hätte nicht mal die erste Folge, die wir gemacht haben. Da haben wir uns mit so einem kleinen, mit dem kleinen Pipi-Kram, der da auf dem Hof steht, da haben wir uns den Arsch abgebraten da. Ja, und überlegen Sie mal, die Hochhäuser. Dann war da noch ein Bug bei. Jo. Aber Hammer, und jetzt, ey, so viele unterschiedliche Sachen, die wir gemacht haben. Sagenhaft, also wirklich. Kompletten Stadionbau. Vom Rasen über Flutlichtmasten bis hin zur Tribüne. Und vielleicht kommt noch was. Ich sag ja nur 14 Millionen. Ja, der wartet ja auch noch auf uns. Aber dieser Auftrag wird, wie ich schon gesagt habe, der allerletzte Auftrag sein, den wir im Bausimulator 2015 machen werden. Das stimmt. Und dann ist die Reihe für uns. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Wird das so sein? Ich glaube das. Weil die Frage ist, wir haben auch noch ein Krankenhaus. Ja. Nein. Wir haben auch ein Windrad. Und wenn das nicht war, dann weiß ich nicht. Vielleicht müssen wir diesen Bau erstmal machen, bevor wir an die Sache kommen. Wir wollen ja Windräder aufstellen und ja, das kommt alles vorher noch. Also, wie gesagt, wenn der nicht ist, dann müssen wir den 14 Millionen Dollar Bau da erstmal machen. Vielleicht geht es dann auch erst weiter. Also sollte man vielleicht nicht so. Ja, aber ich denke mal ja. Das sind 92 Schritte. So, wir müssen das jetzt hier. Du musst das hier hinlegen, ne? In dem markierten Bereich, ne? Mhm. Da bin ich mal gespannt. Nimm ich jetzt hier hin und dann kannst du es da. Gut. Kannst dich schon mal positionieren. Ich fahre jetzt rückwärts. So, einmal öffnen. Bitte schön, Chef. Dankeschön. Oh Gott, oh! Was macht der denn hier? Ja, heb einfach an. Heb an und zieh ihn zu dir. Das reicht. Blickst du hin. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ich mach den schon mal zu hier. Gleich heißt es hier, mach leer oder was. Oder hau ab und mach dich weg. Oder so, ist zu. Hau mich schon mal in den LKW. Das muss hier runter. Ja, da reinstellen. In den markierten Bereich. Okay. Soll ich machen? Ansprechen. Ja, bitte. So, Kollege. Das Dach ist schon drauf, ne? Komm mal gucken. Bitte? Oh, yo. Boah, was? Geile Tribüne hier. Bitte. Warten Sie, bevor Sie den ansprechen. Warten Sie. Geile Tribüne, hören Sie mal. Kommen Sie mal her. Da ist eine Hammer-Tribüne. Guck dir das mal an. Ich weiß, was hier noch fehlt. Sitzplätze. Guck dir. Ne, wir sind fertig. Guck dir das an. Egal, ich quatsche ihn jetzt an. Foto. Ja. So, die Tribüne ist fertig, das Stadion komplett, klasse Job, ich bin stolz auf dich. Vielen Dank. Ja, das war auch wirklich, ist auch wirklich schön geworden. Jetzt ist unser Verein bereit, auch für die großen Gegner würdig zu empfangen. Der Vereinsvorstand hat uns seinen Dank ausgesprochen und uns Dauerkarten auf Lebenszeit versprochen.
Das kann man, da kann man nur hoffen, dass die Jungs nicht wieder absteigen. Ach was, das machen die schon. Und beim Stadion kann man auch nicht schief gehen. Okay, ich mach mal weiter, bis später. Jetzt machen wir frei. Super, jetzt müssen wir alles frei. Und gleich sehen wir das Stadion, wie es fertig ist. Richtiger. Voller Pracht. Hammer. Das nehmen wir noch mit, Leute. Geiler Job. Geiler Job. So, runter hier. Auf geht's. Ich sag ja, der Mobilkran ist genial. Das war genau, ist so, genau so ein guter Kauf. Das gucken wir uns dann an. Baue einen Sportplatz. Kommen Sie mit. Wir gucken uns das jetzt an. Ja, ich. Ja, ich komme ja jetzt. Denn? Ach, da hinten. Der hat mich ja schon wieder rausgeschmissen hier aus dem Dings. Boah, jetzt guck mal hier. Sitzt du fertig? Ja. Jawohl, mit Geländer, mit allem drum und dran. Ja, Leute, das ist ein Stadion. Ich möchte das nicht. Da. Können wir mal von der anderen Seite. Guck mal hier rüber. Wenn die dann hier rauskommen. Und die Fans rasten aus. Die drei. Komm mal her. Ich stelle dich jetzt hier hin. Wir machen jetzt hier ein Bild von. Komm mal her. Ich nehme mich. Nee, andersrum. So. Du müsst ja vor der Tribüne stehen. Komm her. So. Bereit? So, warten Sie. Ich drehe mal näher ran. Mit dem Mausrädchen, dann sehe ich mehr. Ich scroll mal weiter zurück. So. 3, 2, 1. Moment, die Maus muss weg. 3, 2, 1. Traumhaft. Perfekt, super Job. So, Leute, Stadion fertig. Ja. Wie wir jetzt wieder zurückfahren, braucht er nicht sehen. Und dann genau. Würde ich sagen. Aber schaltet wieder ein, wenn es heißt. Die Rock Lady unter Don Hoxton und die Blöd-KG. Dümmer Blöd KG ist wieder am Start. Ciao. Ciao.